Grüß euch Leute und herzlich willkommen zurück bei Amnesia, der Story-Kannibalismus, um genau zu sein. Letztes Mal haben wir hier so ein Bild weggehauen oder weggemacht. Moment, fällt mir gerade ein. Habe ich in die Schreibtischschubladen schon geguckt? Ah ja, da war das Obst drinnen, genau, und das Kreuz, ja genau. Erinnere mich schon wieder. Schalter wollten wir probieren. Okay, es hat sich irgendwas gemacht. Kein Monster. Hört sich zumindest nicht so an. Oh, Kinder, die rumschreien. Ist jetzt hier offen? Nö, ist da was? Ah, okay, hier hat sich was geöffnet. Moment, schauen wir kurz an. Ja, na toll. Wir haben kein Öl für unsere Lampe. Sehr schön. Was ist das? Okay, nix. Alter! Fallen da einfach mal den Rüstungen in die Köpfe ab. Ah, das kann ich auch. Kann man das auch wieder? Moment. Irgendwie. Nee. Wurscht. Frissbesen-Rüstung. Okay. Gut. Pergamente. Oh Gott. Da war wahrscheinlich irgendwer drinnen und hat Brot gefressen. Okay. Kann ich nicht reingeben, aber eine Zunderbüchse und eine Notiz und Öl. Haha. Okay, und zuerst die Notiz. Injektion Nummer 6 funktioniert nicht. Ein Schwein starb fast sofort. Injektion Nummer 7 war etwas besser, obwohl das Schwein nach wenigen Minuten starb. Egal, ich bemerkte vor seinem Tod eine Zunahme an Stärke. Ich sollte geringere Dosen verabreichen. Ich halbierte die Dosis und das Schwein überlebte 7 Stunden. 2 Tage nach dem Tod des Schweins blutet es noch immer und dieses Blut enthält eine Menge Chemikalien. Ich denke, Injektion Nummer 7 hilft, den Körper zu konservieren. Ich testete die Reaktion von Injektion Nummer 7 mit anderen Substanzen. Salzsäure, keine Reaktion. Wasser erzeugt solides, hochexplosives Material. Nitroglycerin, sofortige Explosion. Sprengpulver, keine Reaktion. Sulfur, keine Reaktion. Okay. Alter, so etwas ist das Schwein. Stirb, Zombie-Schwein. Ach Gott, es bewegt sich. Achso, nee, das war ich. Boah, hier kriegt man echt die Fahrer echt. Bowl. Ja gut, Bowl, also ein Gefäß oder so halt. Ein Topf. Aber Moment, lass mich nochmal kurz. Ja. Nein, wo war das nochmal? J, oder? Ja, genau. Notizen. Hier. Und zwar, der Fakt ist, das müsste dich doch als Chemiker sehr gut einbeziehen. Hydrochlorische Säure, also Wassersäure. Wie kann Hydrochlorische Säure? Na wurscht. Passiert nichts. Wasser macht eine solide Substanz, das hochexplosiv ist und nur eine kleine Explosion verursacht. Mit Nitroglycerin eine große Explosion und der Rest hat auch nichts gebracht im Versuch. Okay, das heißt, wir werden versuchen, irgendwo Wasser und so herzukriegen. Und Nitric Acid. Da ist doch was, oder? Nö, verdammt. Da ist nichts drin, oder? Okay, nope. Da ist auch nichts hinter. Im Schrank ist nichts. Drill da noch. Nö. Okay. Das geht immer noch nicht auf. Nö. Schade. So, das heißt, wir werden uns jetzt dorthin begeben, da wir wieder ein bisschen Öl haben. Ein Löwe. Okay.
Okay, ist hinter dem Löwen was? Komm, nimm Zunderbüchse. Nimm Zunderbüchse. Danke. So. Oh Gott. Nicht anspringen. Schaut safe aus. Jo. Ah, hier ist das, da hat man von unten. Und ich habe noch gedacht, da kommt man jetzt sicher nicht hoch. Tja, falsch gedacht. So, hier ist aber wieder so hell, dass man die Lampe sparen kann. Okay, hier ist auch nichts von Säure oder so. Schaut nicht so aus. Ja, Eule nervt nicht, okay. Ein Messer. Ja gut, nur ein Messer. Klimp, klimp, klimp. Bam, bam, bam. Naja, ja, so überspielt man gern die Angst. Ja. So. Ist jetzt die Frage, wo bekommen wir... Ob er das unter den Ritterköpfen versteckt hat? Nö, schade. Das wäre mal geil. Oder ob er es hier irgendwo versteckt hat. Nö, Mist. Nur Rasierklingen. Die kann man auch nicht abnehmen, oder? Nö. Okay, das heißt... Ja, ja, habe ich schon eine Schreibtischladen. Ja, gehen wir nochmal in das Labor. Alter, weg mit dir. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas. Nö. Wir brauchen Wasser und nitrische Säure. Ein Tisch. Ne. Oder? Achso, ne, ist nur so ein Teil. Ein Menschenschädel. Ich bin so ein Depper, gell? Hier steht doch ein Eimer voll Wasser, oder? Bitte sag, dass das geht. What? Sag jetzt nicht, das ist... Das kann doch gar nicht falsch sein. Ja, es ist falsch. Wo kriegt man Säure her? Moment, eventuell aus dem Schwein? Weil er hat das doch experimentiert mit Säure, oder? Haben wir irgendwo? Aber okay, wir haben ein Knife. Können wir damit... Nochmal. Ach, kann nicht angewendet werden, muss mich verklicken. Okay, das hat tatsächlich was gebracht. Okay, das ist jetzt mit Blut voll. Kann ich jetzt eventuell mit Wasser vermischen? Oh, jetzt ist es Säure. Jetzt müsste es explosiv sein. Haha. So, ich nehme jetzt auch schon an, wo wir uns damit den Weg reinsprengen werden. Nämlich hier, gell? Weil da wollen wir ja rein, oder? Oh Gott, es explodiert. Weg hier! Okay. Es ist explodiert. Ah, hier ist noch ein Brief. Heute kam ein Diener Bob zu mir und fragte etwas sehr Seltsames. Er fragte, ob er bei meinen Nachforschungen helfen könne. Ich war geschockt. Wie konnte er davon wissen? Er sagte mir, dass er meine Notizen gelesen hatte und so ich davon wusste. Und er sagte, dass er aus persönlichen Gründen ein Testsubjekt werden wollte. Nach einigen Überlegungen, und ich überlegte lange, willigte ich ein. Ich gab ihm die Injektion und schloss ihn in einen Käfig ein. Ich beobachte die Effekte der Injektion. Erstens. Die Injektion funktioniert. Das Subjekt verliert seine Selbstkontrolle und wird schneller, stärker und besser. Zweitens.
Das Subjekt halluziniert. Wohl eine Schutzfunktion des menschlichen Geistes. Wenn das Subjekt etwas tut, was seinem Geist widerspricht, denkt es, ein Monster hätte die Tat vollbracht, statt der Testperson selbst. Drittens. Das Subjekt erlangt seine Selbstkontrolle zeitweise wieder. Viertens. Das menschliche Herz kann mit der Injektion nicht lange umgehen. Bob starb 7 Stunden später. Sein Herz hörte einfach auf zu schlagen. Okay. Naja. Okay. So you're here. You know, I know what you're going to do. I know it because I created you. At least what you currently are. Actually, I would like to experience what you're experiencing. Feel what you're feeling. But it's too late for me. I will die for science. Perhaps someone will continue my work someday. Sooner or later, you're going to lose your self-control, break down the door, kill me, then eat me. There are no monsters or horrors in this mansion. But on the other hand, you are the monster. Okay. Okay, das werde ich jetzt mit Untertiteln wahrscheinlich gemacht haben. Was habe ich getan? Ich muss raus hier. What the fuck ist das? Alter, ich habe jetzt den Typ nicht ernsthaft gefressen, wie der es gesagt hat. Ich habe den Typen gerade gegessen. What the fuck? Okay, Storymaker, du bist echt krank im Schädel. Na gut, die Custom Story heißt Kannibalismus, also... Okay, das ergibt erst jetzt für mich wirklich Sinn. Ah, da ist irgendwas. Achso, ne, ist wieder. Das ist ein Schlüssel und da ist eine Notiz. Da ist eine Notiz. William ist ein Verräter. Nach unserer gemeinsamen Kindheit, unserem Leben, verriet er mich. Er kam her, um mich für eine Kommission auszuspionieren. Ich fand sein Tagebuch. Er log mich an. Er wollte nie Teil meiner Forschung sein. Er wird Teil meiner Forschung sein. Auf die eine oder andere Weise, sagte ich zu mir. Und er wurde. Während er schlief, gab ich ihm eine geringe Dosis. Als Bob zuvor und schloss ihn in einen Käfig. Aber William entkam. Er tötete und aß zum Teil meine Diener. Wir kämpften und ich sperrte ihn aus dem Haus aus. Doch ich bin verwundet und er wird sicherlich bald einen Weg ins Haus finden. Aber ich akzeptiere mein Schicksal. Ich werde für die Wissenschaft sterben. Dieser Typ, dieser Herbert Longford, war krank im Schädel. Und wir sind Bob, wie ich das sehe. Wir sind Bob. Key to Entrance, also Schlüssel zum Eingang. Also wir können gehen. Das wäre mal extrem nice. Jetzt kommt sicher noch irgendwas, ich habe jetzt schon Angst, hier rauszugehen. Oh Gott, und jetzt geht natürlich das Licht aus! Ja, meine Fresse, ich kürze ab. Was wird wohl der Eingang? Achso, nee. Es muss eine verschlossene Tür sein. War hier noch was verschlossen? Die war doch auf, oder? Nee! Okay. Oh Gott. Der Anfang. Also der Beginning. Okay, damit. Das scheint wohl der Abspann zu sein, dieser Custom Story. Also Level Design und Scripting hat Anski 4 gemacht, Level Design Leon Kennedy, thanks to Summer to fix fixing notes, also der hat ihm mit der Rechtschreibung wahrscheinlich zu geholfen. Music Irritum, ja, Irritum bei Leon Kennedy und Cannibal
Cannibalic Mansions. Credits, okay. Thanks to Frictional Games, also sie danken Frictional Games dafür, dass sie das Spiel gemacht haben und der Community im Forum für Skripten helfen und uns fürs Spielen. Na super. Danken uns mal endlich jemand, dass wir sein Spiel spielen. Das sieht man ja auch heutzutage nicht mehr sehr oft. Auf jeden Fall, bevor jetzt noch ein scheiß schrecklicher Moment kommt, sage ich bis zum nächsten Kurzprojekt. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber lasst euch überraschen. Es wird nicht mehr lange dauern. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Ende.